die Fische wässern. Sie legt ihr Kreuzworträtsel zur Seite, greift dir unter die Arme, hebt dich vom Sofa, trägt dich durch den Flur, diesen längsten Ort deiner Kindheit. Das meinte ich. Vorbei an dem Telefontisch, der jetzt mitten im Raum steht, ins Bad, setzt dich in die leere Badewanne. Nichts kannst du bei dir behalten, sagt sie, hält dir das Haar aus dem Gesicht und alle Geheimnisse aus der Welt. Du hast dich auf den niedrigen Wohnzimmertisch übergeben, auf deinen angebissenen Toast, auf ihre drei Rollmöpse, die sie aus dem Glas gefischt und noch nicht angerührt hatte. Während du deine Sendungen schauen darfst, füllt sie den Abend mit Antworten, murmelt die Fragen so lange in das Abendbrot vor dir, bis ihr das richtige Wort einfällt und sie die Buchstaben in die Kästchen einträgt. Geheimbote, 10 Buchstaben. Abenteuer, Seitensprung, 8 Buchstaben. Sie lächelt, spricht, als würde sie diktieren, während sie die Buchstaben in die vorgesehenen Felder einträgt. S-K-P-A-D-E. Nackt sitzt du in der leeren Badewanne, atmest die saure Luft ein, dein Bauch hinter den Rippen gekrampft. Der kalte Emaillé-Boden der Wanne zieht dir in den Po, in die Fußsohlen. Auf Zehenspitzen steht sie und wühlt in dem Spiegelschrank, beugt sich zu dir, legt dir die Kohletablette in den fassungslosen Mund, hält ihn zu. Das macht sie jedes Mal, wenn du dich übergibst, als hättest du dich an dem Toastbrot vergiftet, an den gefrorenen Windbeuteln, die du nicht abwarten konntest, an dem Karpfen zu Weihnachten, der 3 Tage in der Badewanne schwimmen musste, um den Teich zu vergessen. Sie nimmt die Hand von deinem Kiefer, der schlammige Geschmack in deinem Mund breitet sich aus, die Kohletablette greift dir in den Magen, du übergibst dich wieder, dabei ist Weihnachten schon lange her. Sie weiß, wie sie den Mund halten muss und wohin mit den Sätzen, die niemand hören soll. Alles hält sie bei sich, die Gespräche in der Kaserne, dich an den Abenden, die Reisen mit ihren Vorgesetzten. Alle Informationen sammelt sie in ihren Händen, sortiert sie in die Protokolle, stellt sie hinter sich in den Panzerschrank und läuft eilig durch die Flure, um dich noch rechtzeitig abzuholen. Nie warst du hinter dem Zaun, an dem die 3 Drachen hängen. Nach dem Kindergarten, nach der Schule, nach der Mittagsbetreuung holt sie dich und manchmal muss sie noch einmal zurück zur Kaserne, eine Kleinigkeit erledigen. Wenn sie dich mitnimmt, parkt sie den Polo schief vor dem schweren Tor, zieht den Lippenstift mit einem Blick in den Rückspiegel nach und schon läuft sie grüßend an dem Pförtner vorbei. Du lernst das Zählen, willst die rennenden Schritte zählen, die sie bis zu dem 2. Gebäude nimmt. Aber das Tor schließt sich gleich wieder und die Stäbe schneiden sich durch ihr Laufen. Die 3 Schilder mit den Drachen schieben sich in deinen Blick und du lässt dich von dem Sicherheitsgurt zurück in den Sitz ziehen. Du lernst das Lesen, schaust wieder in die Schilder. Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst. Eine Kindheit lang wartest du auf sie, allein mit den schwarzen Drachen, deren Flügel wie die Gitterstäbe gerade nach unten fallen. Der Pförtner unterhält dich am Autofenster mit seinen Fratzen, sein Mund ekelt dich an, du lachst trotzdem für ihn. Alles Familie, sagt deine Großmutter, und also bist du höflich, schläfst ein, träumst von dem Mund des Pförtners, bis sie wiederkommt. Auf dem Weg zu ihrer Wohnung fragst du nach den Drachen am Tor, willst eine Geschichte dazu, aber sie lacht nur abwesend. Das sind Adler, Liebes. Sie ist noch weit weg, ihre Finger trommeln auf das Lenkrad, auf die Schaltung. Jung sieht sie aus, denkst du, wie deine Mutter. Du lernst sie kennen. Sie nimmt den Duschkopf in die rechte Hand, lässt das heiße Wasser über deinen Rücken laufen. Mit der linken schaltet sie das Radio auf dem Spülkasten ein. Seit deiner Geburt schreibt sie kaum noch Zahlen aus den Wellen, nur die letzten kalten Vermutungen ihrer Offiziere notiert sie. Und trotzdem hat sie in der ganzen Wohnung ihre Radios verteilt, auch im Flur auf dem Telefontisch, als wäre ihr ein Gespräch nicht genug. Kurz vor den vollen Stunden schaltet sie das nahestehendste Radio ein, sucht nach den mechanischen Frauenstimmen, die in Zahlen erzählen, und ab und zu, da findet sie noch eine Stimme und notiert die Zahlen rein, nur so für sich. Dass niemand mehr hinhört seit deiner Geburt, sagt sie, das Radio nur Radio und alle Geräusche dazwischen der Zufall. Hier, zwischen dem Rauschen, erzählt sie dir von den Frauen, die wie Geister zwischen den Sendern leben,
erzählt von ihren monotonen Stimmen, dem Schnatterinchen aus der DDR. Das ist längst verschwunden, das mochte sie gern. Sie dreht das Radio wieder leise und spricht ihre Stimme für dich nach. Achtung, Achtung, 0, 9, 0, 6, 5, 8, Ende, Ende. Und weil du jetzt lächelst, erzählt sie dir noch von der Kaserne. Aber diese Geschichte kennst du schon. Es sind immer alle so gut zu ihr. Sie bemerkt nicht, dass dir der Krampf wieder durch den Bauch zieht, erzählt weiter von den Nachrichten, die sie im Dienst aus den Zahlen holen. Wichtige Nachrichten machen sie, und das sagt sie, als würden sie hinter dem Zaun einen Kuchen backen. Keine Geschichte, nur Geschichten, und selbst die Kaserne ist nie Politik, nur Familie, die sich hilft, jeden Tag. Es waren immer alle so gut zu ihr, und darum tut sie gerne mal einen Gefallen. Hier hält sie an, hält kurz inne, denkt an das Protokoll, an das sie sich halten muss. Und trotzdem, man hilft sich, hat sich immer geholfen. Dass du die Tage hier bei dir behältst, damit es keinen Ärger gibt, sagt sie, als wärt ihr beide Kinder und ihre Hände nur zu lange im Badewasser. Du lehnst dich zurück in den dünnen Wasserstrahl, diese unsichere Lehne, fällst gleich wieder nach vorn, übergibst dich, bis nur noch der Krampf übrig bleibt, dieses selbstvergessene Muskelspiel. Dann drückt sie den Ablaufstopfen in den Boden der Badewanne, und während das Wasser langsam steigt, sich dein Körper beruhigt, du den dunklen Fleck unter dem Telefontisch kurz vergisst, erzählt sie dir von den Delfinen, die die Meere patrouillieren. Trainierte Delfine mit Harpunen auf dem Rücken, mit Kameras auf den Flossen, die das Wasser für euch sicher halten, U-Boote ausspähen und die russischen Kampfschwimmer an die Oberfläche zwingen. Du willst alles über die Delfine wissen, woher sie wissen, zu wem sie gehören, warum sie zurückkommen und was passiert, wenn sie gefangen werden. Tiere können keine Geheimnisse verraten, sagt sie, und du verstehst noch nicht, was das bedeuten soll. Und während sie von den Maulsperren erzählt, die die Tiere an den Schnauzen tragen, damit sie immer wieder zurückkommen, um nicht zu verhungern, während sie von den Russen erzählt, die bald jeden Delfin für den Feind halten, merkst du, dass du doch nicht alles wissen willst. Sie lächelt dich an und ihr Lächeln sagt, dass es so sein muss. So, wie du hier bei ihr sein musst, deine Mutter erst morgen früh wiederkommen kann. So, wie diese Kohletablette in deinen Mund muss. So, wie sie den Karpfen in diese Wanne setzen mussten, damit er den modrigen Geschmack verlieren konnte. Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit, sagen sie, sagt sie, und von der Sicherheitszulage fahrt ihr einmal im Monat in die Stadt und sie kauft dir gerade Stoffe, die nicht eng am Körper liegen. Männer wollen keine Frauen, an denen sie einen Hut aufhängen können, sagt sie, wenn sie dich vor den Spiegel schiebt und so unzufrieden in die weite Kleidung schaust. Dann tippt sie mit ihren Fingern durch den steifen Stoff gleich an deine Beckenknochen. Männer wollen keine Garderobe als Frau, sagt sie nochmal. Dabei hat sie selbst kaum Platz in ihrem Körper. Ihre venenzerknitterten Hände fahren durch die kurzen Wellen des Badewassers. Du lässt dich hineingleiten. Sie gibt dir einen Kuss auf die Stirn und bevor sie den Raum verlässt, dreht sie sich noch einmal zu dir um, zwinkert dir zu und sagt mit ernster Stimme, schwimm nicht zu weit raus. Wie heißt das? Drei Leute an einem Tisch, davon fünf Spitzel, sagt sie. Deine Mutter verdreht die Augen, du lächelst deiner Großmutter treu zu. Alle Witze hat sie von ihrem Offizier aus dem Nebenzimmer abgehört. Die Männer, steif in sein Büro gekommen, im Außendienst ziemlich gefroren, haben sich an dem tiefen Eichenschreibtisch wieder warm gelacht. Und wenn sich dann alle wieder einander versichert hatten, sind sie schnell an ihr vorbei, haben die Mäntel aus ihrer Hand genommen, höflich immer, natürlich, es waren immer alle so gut zu ihr, und sind zurück in die Kälte. Das Lachen der Männer, diese stärkste Information, wie es doppelt so laut durch die Wand gebrochen ist, steht in keinem Papier, hat in keinen Panzerschrank gepasst. Aber die Scherze hat sie mitgeschrieben, so für sich. Und wenn ihr Offizier die Sprüche an den gemeinsamen Abenden wiederholte, hat sie die Zeilen innerlich mitgesprochen und gelächelt, einmal für ihn und einmal für sich. Sie taucht aus ihrem Lächeln auf und will gerade den Witz mit der Sicherheitsnadel erzählen. Da bricht es aus deiner Mutter heraus. Durch ihre Müdigkeit hat sich ein bisschen Erinnerung getastet. Dass sie keinen einzigen Spruch mehr aus der Kaserne hören will, keinen einzigen Satz mehr von dem verschissenen Offizier.
Deine Großmutter starrt in den Streuselkuchen, den ihre Tochter ihr heute Morgen noch gebacken hat. Sie auf dem Weg ins Bett, du auf dem Weg zur Schule. Du greifst an dem Kuchen vorbei, zu den kleinen Windbeuteln aus der Tiefkühltruhe, die deine Großmutter dir immer auftaut, wenn du zu ihr kommst. Mit jedem Jahr werden die Windbeutel kälter, bis du sie schließlich selbst aus dem Tiefkühler holen wirst und ihr den gefrorenen Wind kauen werdet. Heute sind sie noch weich, aber die Kälte zieht dir schon in den Hals. Du musst husten und ein bisschen Angst stößt aus dir heraus, wie lange sie noch da sein wird und ihre Kaserne erzählen wird. Es waren immer alle so gut zu ihr, die Vorgesetzten, wenn sie wieder früher gehen musste, um noch zum Arzt zu kommen. Immer alle, wenn du wieder krank warst, sehr gut zu ihr, immer. Du nimmst noch einen der kühlen Windbeutel, mit deiner Zunge stichst du ein Loch in die Unterseite und saugst die Sahne heraus. Dass sie ihn doch gar nicht kannte, den Offizier, und dass der auch einen Namen hatte, sagst du zu deiner Mutter und pustest den zusammengefallenen Brandteig wieder auf. Sie schaut dich entrüstet an, schaut auf den hohlen Windbeutel in deiner Hand. Du legst ihn zu den gefüllten Beuteln zurück. Deine Mutter scheuert dir eine und also sitzt ihr wieder still zu dritt in diesem Geburtstag, bis das Telefon klingelt und gleich die nächste Erinnerung durch eure Gesichter läuft. Keinen Festtag könnt ihr mehr zusammenhalten. Jeder Geburtstag, jede Feier ist an dem einen festen Tag kaputt gegangen. Deine Großmutter läuft in den Flur vor den Telefontisch mitten im Raum, nimmt den Hörer vom Telefon und schaltet das Radio daneben leise ein. Sie nickt in den Hörer und horcht in die Wellen. Keine Stimmen mehr zu finden zwischen den Sendern, keine Zahlenreihen, die sie entschlüsseln könnte, nur so für sich. Es ist 2004 und alles, was sie noch notieren kann, sind die paar Kreuzworträtsel. Sie sucht weiter. Vielleicht findet sie Cynthia von der CIA, die kann sie verstehen und manchmal taucht sie noch zwischen den Rundfunksendern auf. Nur eine kleine Nachricht will sie heute finden, nur ein kleines Geheimnis, das sie entziffern kann, eine kleine Aufregung, bevor sie sich wieder zu euch setzen muss. Ihre Gratulantin hat längst aufgelegt, deine Großmutter hält den Hörer trotzdem noch, führt ein kleines ausgedachtes Gespräch und schaltet sich weiter durch die Sender. WDR 2, WDR 3, eine Explosion auf der Kolbstraße, keine Geheimnisse mehr zu finden. Sie schaltet das Radio aus, ihr Blick fällt von dem Telefontisch in den hellen Teppich, sie erschrickt und zieht den Tisch an den Kanten wieder in die Mitte des Flurs. Als du den Fisch das erste Mal in der Badewanne gesehen hast, hast du geschrien und dir gleich die Hände vor den Mund gehalten, um den Schrei abzufangen. Halb wälzte sich das grüngraue Tier in seinem eigenen Gewicht auf dem Boden der Wanne herum. Das Wasser reichte ihm nicht mal bis zur Rückenflosse. Sein langes Maul griff immer wieder in die Luft und von den fleischigen Barteln links und rechts neben dem weit geöffneten Mund wirst du noch bis in das neue Jahr träumen. Ein trübes Gefühl breitete sich in dir aus, Angst und Mitleid zugleich, ein Gefühl, das keine Entscheidung erlaubte. Entweder würdest du den Wasserhahn aufdrehen, dem Tier noch die 3 Tage hier in der Wohnung lassen, oder du würdest den Stopfen ziehen und mit dem Tier die 3 Tage hier und dem Tier die 3 Tage hier in dieser Wohnung erlassen. Als du gerade deine Hand ausstrecken wolltest, stand er plötzlich hinter dir, der Offizier, den deine Großmutter nach der letzten Reise mitgebracht hatte. Dieser hier blieb über Weihnachten, hatte den Fisch da aus dem Teich mitgebracht. Nicht er persönlich, irgendein Gefallen war immer übrig. Umständlich begann er dir den traurigen Fisch zu erklären. Seine Zähne hat der Karpfen ganz hinten hier. Und dabei zeigte er auf seinen eigenen Hals und riss seinen Mund weit auf, dass das hier in seiner Kehle stecken blieb. Kurz konntest du die Angst verlieren, hattest Mitleid mit dem Mann, der diesen Karpfen und seinen Vornamen mitgebracht und beides mit großer Geste in eure Wohnung gehalten hatte. Aber deine Angst war schon klug geworden und konnte gleich hinter dem kehligen hier seinen Frust hocken sehen. Er beugte sich zu dir, dann über den Wannenrand und hob den Karpfen aus dem Wasser. Wie ein Zahnrad greifen die Zähne ineinander, erklärte er weiter. Und du und das Tier, ihr habt euch angeschaut und geschwiegen. Dieser Mann brauchte eure Reaktion nicht. Seine Tage in der Kaserne zu Befehlen gestaucht, seine Reisen zu Verhören gezogen, brauchte der Offizier hier ein bisschen Platz, um zu reden. An Weihnachten würde er dir das Gebiss zeigen und bis dahin musste er ihn wässern, jeden Tag neues Wasser, damit das Tier allen Schlamm vergaß.
Nach dem Abendessen nahm er deine Großmutter an die Hand, zeigte dir mit der anderen, wie viele Tage der Fisch noch in der Wanne warten musste, und verschwand mit ihr. Jung sah sie aus, taute dir jeden Abend eine ganze Packung Windbeutel auf, und bis tief in die Nacht saßt du vor dem Fernseher und hast die Sahne aus dem Randteig gesaugt. Bis plötzlich die Frauen zwischen den Sendern auftauchten und dir ihre Telefonnummern diktierten. Das erste Mal hast du sofort umgeschaltet, erschrakst vor ihren gedämpften Stimmen. Halb klangen sie wie ein Geständnis, das du nicht hören durftest. Halb klangen sie wie ein Kind, das nach einer Süßigkeit fragte. Sie sprachen dich an. Du solltest sie anrufen, du solltest sie anfassen, du solltest diese Nummer dort wählen. Als du sie am zweiten Abend wiedergefunden hast, hast du nur kurz weggeschaltet, dann zurück. Du hast sie angestarrt, hast ihnen zugehört, bis du den Schlüssel in der Haustüre hörtest. In dieser Nacht hast du das erste Mal von dem Fisch geträumt, von seinem glänzenden Mund, wie du hineinfällst. An dem Abend vor Weihnachten hast du dich genauer in den Frauen umgeschaut, in ihrer Haut, ihren geschminkten Gesichtern, ihren hohen Schuhen, ihren glänzenden Haaren, wieder in ihrer Haut, die immer näher rückte. Bis du eine der Nummern an den Rand des Kreuzworträtsels geschrieben hast, das aufgeschlagen vor dir lag. Du hast die Zeitschrift mit in den Flur genommen, hast sie auf den Telefontisch gelegt, der noch zu hoch für dich war, hast dir einen Stuhl aus der Küche geholt. Genau so hast du es doch gemacht, oder? Hast dich auf den Stuhl gestellt und die Telefonnummer in die Wählscheibe gezogen. Die Stimmen aus dem Wohnzimmer zogen bis in den Flur, vermischten sich mit der Stimme, die aus dem Hörer kam. Und du hast den Schlüssel nicht gehört, hast die Schritte nicht gehört, hast deine Hände nicht gehört. Du hast dich in ein Ich gestottert, kamst nicht weiter als bis zu diesem Ich, hast keinen Satz zusammenbekommen, bist in seinen Händen erstarrt, die keine Sorge hatten, keine Kanten, die dich hochrissen, die dich hinwarfen. Du bist in den Teppich gefallen, er beugte sich über dich, griff nach dir. Da lag ihr Körper plötzlich über deinem, ihre Hände auf deinem Gesicht, als würde sie den Schrecken verstecken wollen, der aus dir herausgebrochen war. Und dann plötzlich konnte man in ihr Ich einfach hineinschauen, schaute ihr Ich einfach heraus, aus dem Hinterkopf, klebte an der Kante des Telefontisches. Deine Mutter hat noch versucht, das bisschen Ich aus dem Teppich zu holen, Salz auf die Stelle geschüttet, kurz einziehen lassen. Sogar mit der Schuppenbürste auch für den Fisch hat sie es versucht. Nichts hat geholfen. Und weil sie gleich wieder los musste, an Weihnachten sind die Dienste gut bezahlt, hat sie den Telefontisch an den Kanten gegriffen und einfach vorgezogen. Am nächsten Abend hast du dich dicht an deine Großmutter gesetzt. Hier, der Offizier hielt seine rechte Hand nah vor dein Gesicht, wie ein Zahnrad. Du hast deine Lippen feste zusammengepresst, hast auf das aufgerissene Gebiss des Karpfens geschaut, dann zu deiner Großmutter. Und ihr Lächeln hat gesagt, dass es so sein muss. Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Danke.